Marco Emil sagte gerade hier vor der Kamera, die erste Halbzeit gegen Kaiserslautern war vielleicht sogar die beste, die wir dieses Jahr gespielt haben. Warum hat es am Ende doch nicht gereicht gegen Lautern? Ich glaube nicht, dass es die beste war. Vielleicht wird es jetzt so gesehen, weil Lautern natürlich eine Spitzenmannschaft ist. Ich denke, dass wir ganz gut angefangen haben, dass das auch gut funktioniert hat. Das sehe ich genauso. Ich denke aber, dass wir uns da nichts vormachen sollten. Wir haben das Spiel 2-1 verloren, trotz einer guten ersten Halbzeit. Und das ist die Wahrheit und nichts anderes zählt.